Liebe Bürger von Halle, mit Sicherheit haben Sie schon von den Problemen im Süden Europas gehört. In Lampedusa sind ca. 15.000 Staatsafrikaner mit Booten, Legion gleich, organisiert durch verbrecherische NGOs, durch Flüchtlingshelfer. Dabei bezahlen sie nicht ein Pfennig für die Überfahrt, sind dort gelandet, marodieren in Lampedusa, kämpfen sich schon bis nach Bologna hoch. Die Innenministerin von Italien stellt Busse zur Verfügung, damit diese Eindringlinge nach Europa, Italien sofort verlassen und in Richtung Frankreich und Deutschland und andere europäische Länder weitergeleitet werden. Weil in Italien will diese Menschen niemand. Nennen Sie Faeser, unsere linksradikale Innenministerin. Sie wiederholt das Refugees Welcome von Angela Merkel aus 2015 und will diese im Namen Deutschlands willkommen heißen. Es vergeht kaum ein Tag, in dem nicht von wilden Schlägereien, von Messerstechereien oder Gruppenvergewaltigungen durch Migranten in Deutschland berichtet wird. Natürlich sind nicht alle so, aber die Kriminalitätsstatistik in Deutschland ist eklatant seit 2015, seit der Öffnung der Grenzen in die Höhe geschossen. Und die Zeiten werden nicht besser. Das Jahr 2023 hat 2015 bereits eingeholt. Und unsere Ampelkoalition hat nichts Besseres zu tun, als noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland zu organisieren. Rentner gehen hier im Müllwühlen und Flaschen zusammen, weil sie mit ihrer kargen Rente nicht mehr über die Runden kommen. Überall wird gespart, sagt man uns. Schulen, Kliniken, alles überall herrscht Not. Aber nicht nur für Flüchtlinge. Wir lesen von Flüchtlingen aus Kiew, die mit über 10.000 Euro im Monat eine Flüchtlingsfamilie versorgt werden. Das wurde von der Ostsee-Zeitung bestätigt. Das sind keine Fake News. Und gleichzeitig müssen Deutsche eben, wie ich schon gesagt habe, im Müll wühlen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Da wundert man sich über die Umfragewerte für die AfD. Das ist doch völlig normal, dass die Leute die Schnauze voll haben von dieser verbrecherischen Ampel, welche ihren Amtseid, das Wohl des Volkes zu mehren und Schaden abzuwenden, jeden Tag mit Füßen tritt. Ja, wir fordern Waffenlieferungen. Waffenlieferungen aber nicht in die Ukraine, sondern an die südlichen Grenzen Europas, um dort einen Grenzschutz durchzuführen, der den Namen Grenzschutz verdient. Wenn die Grenzen militärisch organisiert überrannt werden, die Grenzen Europas, wie es in Lampedusa offensichtlich der Fall ist, dann muss zu militärischen Mitteln gegriffen werden, um diese Grenzen zu schützen. Dann müssen wir auch meinetwegen kaputte Leopard-Panzer, die Kiew, die der Zelensky in Kiew nicht haben möchte, an die südliche Grenze Europas liefern. Wir müssen schwere MGs, wir müssen Seeminen liefern. Wir brauchen Waffen, um die Grenzen im südlichen Europa zu schützen. Weil damit schützen wir Leben, auch in Deutschland. Natürlich sind nicht alle so, aber einige dieser Flüchtlinge werden in Deutschland zu Mördern werden. Das beweist die Statistik. Und genau um diese künftigen Toten zu verhindern, um vergewaltigte Frauen zu verhindern, müssen wir die Grenzen schützen. Und dabei betone ich nochmals, nicht alle Flüchtlinge sind so. Das Bundeskriminalamt sagt aber in seiner Bundeskriminalitätsstatistik, dass Flüchtlinge, Geflüchtete überrepräsentiert sind in der Statistik von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, so heißt es, wenn man vergewaltigt wird, oder gegen die Straftaten Leib und Leben, gegen den Leib und das Leben. Also es heißt, Grenzschutz bedeutet Leben retten. Und deswegen Waffenlieferungen ja, aber nicht in die Ukraine, sondern an den südlichen Grenzen Europas.